Martin Rütter ist der Dogfather der Nation und der Mann für alle Fälle. Obwohl im chinesischen Sternzeichen Hund geboren, wurde dem Wahlkölner die Liebe zu den Vierbeinern nicht in die Wiege gelegt. Mein Vater findet heute noch jedes Tier, was man nicht grillen kann, sinnlos. Als Kind war Martin Fußballer und Katzen jetzt nicht so sein Ding. Aber so richtig vor die Hunde gegangen ist Rütter als Student. 25 Jahre später hat er mehr als 6500 Tiere trainiert. Nur den ganzen Tag auf den Einquatschen und einen großen Sack Futter hinstellen reicht eben nicht. Aber eigentlich hilft Rütter eher dem Menschen als dem Hund, auch bei seiner aktuellen Tour »Der will nur spielen«. Begrüßen wir also den Mann, der weiß, warum Hunde Stereo riechen und ihre Pfoten nach Popcorn duften, mit dem unsinnigsten Satz, der je an einen Hund gerichtet wurde. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Tänzer, der Martin Rütter. Aber ernsthaft, was für eine Frage. Der Hund sitzt da und du fragst ja, wo ist er denn? Und der Hund denkt, ey, so langsam mache ich mir Sorgen um dich. Das ist halt so ein bisschen wie so Gucci-Gucci, ne? Ja, so klar. Bei Kindern, oder? Ja. Reinkneifen. Stefan Raab ist mit dem Lied Wada Hade Dude da. Ja. Zum Eurovision Song Contest. Und das war, weil er eine ältere Dame im Park gesehen hat, die einen Stock gebracht hat. Und sie hat ihm gesagt, ja, Wada Hade Dude da. So ist das Lied entstanden. Das ist verrückt. Wahnsinn. Also kann man Nummer 1 jetzt schreiben, wenn man Menschen im Umgang mit Hunden zuschaut. Auf jeden Fall. Das fehlt dir noch bei dir in der Liste, oder? Singen? Ja. Auf kein, also singen bringst. Und tanzen, das werdet ihr nicht erleben. Also das geht auch heute auch nicht dann. Ja. Ja, also Dogfather, Hundepapst oder mein Liebling, Hundeversteher der Nation. Was hast du noch so alles? Hundeskanzler hat vor kurzem einer geschrieben. Das ist auch sehr lustig. Ne? Sehr lustig. Hundeskanzler. Ja, und ich mag auch diese Wortspielerei. Ne? Das ist ja klar, was damit gemeint ist. Man darf nur nicht anfangen, das selber ernst zu nehmen. Dann hast du ein Problem. Okay, dass du jetzt wirklich denkst, du bist der Hundeskanzler. Ja. Hessenrei. Nee, also oder als Hundepapst, dass ich anfange, die Hunde natürlich zu segnen. Oder so. Nein. Passiert nicht. Es scheint mir auch sehr bodenständig. So, wir freuen uns sehr auf die nächsten 45 Minuten mit dem Hundeskanzler, Hundespapst. Aber erstmal müssen wir natürlich klären, warum bitte duften die Pfoten von Hunden nach Popcorn? Also ich weiß, dass es dazu wissenschaftliche Studien gibt und ich werde das immer das Gegenteil behaupten. Ich habe einen Podcast, Tierisch-Menschlich heißt der, mit einer Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Und die hat das auch als Studie da verbreitet. Und wir haben eine Playlist und die heißt Popcorn, Pfoten und Brotmesser, weil sie behauptet, die Pfote riecht nach Popcorn. Ich habe jetzt an hunderten Hundepfoten gerochen. Die Wissenschaft behauptet das. Ich glaube, dass man einen leichten Fetisch haben muss, um das zu empfinden. Okay. Das, ja, also tatsächlich, unsere Redakteurin, die hat gesagt, stimmt, riecht total nach Popcorn. Hat sie gerochen oder gelesen? Na, sie hat gerochen. Und in der Regie, die Kollegin, die Regisseurin meinte, kann ich nicht bestätigen. Also so. Da gehen ein bisschen die Meinungen auseinander. Warum, das müssen wir auch noch klären, können Hunde denn Stereo riechen? Oder ist das hier auch irgendwie ein Hundemythos? Nee, das ist tatsächlich so, dass der Hund also in der Lage ist, beide Nasenlöcher separat zu bedienen. Aber es ist natürlich kein bewusster Prozess. Also das muss man sich nicht so vorstellen, dass er sagt, so, warte mal, ich konzentriere mich jetzt aufs Rechte. Sondern die Informationen werden synchron oder unabhängig voneinander aufgenommen, gefiltert und verarbeitet. Und dass ein Hund natürlich wahnsinnige Leistungsfähigkeit hat beim Riechen, ist ja klar. Mhm. Ich habe mal mit einem Hund gedreht, der so Arten, die geschützt sind, sucht am Flughafen. Und ich habe mich versteckt am Flughafen mit einer Schlangenhaut, die in Alkohol eingelegt war und in Kaffee und Vakuum verpackt war. Und er hat mich in ein paar Minuten am Frankfurter Gelände gehabt. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ja, stimmt. Das kriegt man natürlich auch mal mit, wie die da eingesetzt werden. Ja. Also, Hunde, Stereonase, ja. Ja, Popcorn an Pfoten sind wir uns uneinig. Wahrscheinlich geht es jetzt los zu Hause mit kollektiven Pfoten. Schnuppern, egal wo du bist, egal wo du sitzt, erzählen dir Leute immer als erstes wahrscheinlich Geschichten von ihrem Hund. Ja. Ich mache es jetzt auch nicht anders. Ja. Ich sehe deinen Blick. So, schieß los. Aber ich muss mich outen. Ich habe selber keinen eigenen Hund. Ich bin nur Hundepatentante. Okay. Von Patsche. Genau, da siehst du sie. Was sagst du zu Hunde, die ein Diadem auf dem Kopf haben? Also ich will mal so sagen, wer dem Hund ein Krönchen aufsetzt, der darf sich ja nicht wundern, wenn der Hund so leichte Allüren kriegt. Ja. Aber was ich einfach süß finde, und das muss man mal eben ganz kurz differenzieren. Ich finde, also man sieht auf diesem Foto, dass der Hund nicht gestresst ist. Und ich finde, wenn der für ein Foto mal eben eine Mütze oder sowas aufkriegt, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es dann immer doof, wenn der Hund jetzt irgendwie beim Oktoberfest ein Dirndl tragen soll und einfach sich total unwohl fühlt. Aber das ist ein für mich süßes Foto und das war's. Unsere Patsche, auch Puppi genannt, Pointer, Terrier, ist alles irgendwie drin, weil es ist ein Hund aus dem Tierheim.
Und du bist ja selber, das finde ich aber faszinierend, auch gar nicht mit Hunden selber aufgewachsen, ne? Nee, leider nicht. Also bei uns gab es gar keine Tiere. Also meine Eltern wollten nur Tiere essen. Ja, und das haben wir schon vorhin gehört. Oh mein Gott. So ja. Lieblingstier Schnitzel oder was? Ja, genau. So, oh mein genau. Gott. Wie kommt es dann, dass du trotzdem so viel über Hunde weißt? Also ich hatte eine Tante, die in den, also ich bin 1970 geboren und die in den 70er, 80er Jahren sowas wie eine Pflegestelle war. Also jeder, der irgendwie ein Problem mit dem Tier hatte, gab es zu Tante Thea. Das war ein angefahrener Vogel, eine Spinne, die man nicht mehr haben wollte, es waren aber auch Hunde. Und da hatte ich so die ersten Kontakte und fand das ganz spannend, weil Thea ja so eine tolle Gabe hatte, die schaffte es, aus dem nettesten Hund einen Verrückten zu machen. Also innerhalb von 6 Wochen war der Hund plötzlich durcheinander. Du konntest nicht mehr das Haus betreten. Also ich werde nie vergessen, sie hatte einen Pudel namens Arco. Als sie ihn übernommen hat, konnte ich als Kind mich auf dem Teppich mit dem rollen und mit dem spielen. Und 6 Wochen später hieß es, okay, alles klar, Arco muss angeleint werden, der frisst die Besucher auf. weil sie mit ihrer sehr vermenschlichten Art und immer wieder den Hund als Mensch zu betrachten. Ist auch so ein bisschen wie Patsche. Also Rocio, meine Freundin, die redet von ihrer Tochter. Mhm. Ja. Das ist biologisch nicht möglich. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Aber das war so der Einstieg und dann, ich habe mich sehr für das Thema interessiert und dann ging es los. Ja, du hast ja dann tatsächlich auch ein eigenes Konzept entwickelt, wie du Hunde erziehst, trainierst. Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Wo hast du es dir abgeschaut oder entwickelt? Wirklich? Ich habe angefangen, Bücher zu lesen und dann war ich so 18. Und dann ist es so, dass du, wenn du ein Hundebuch liest, denkst du, oh, das klingt logisch. Dann liest du das nächste, da steht das komplette Gegenteil und es klingt wieder logisch. Und du denkst, und dann habe ich einfach rumprobiert. Ich habe also als Sportstudent mein Geld als Student oder das Studium finanziert mit Gassi gehen. Bin also mit Hunden rausgegangen. Es gab keine gewerblichen Hundeschulen damals. Ne? Und dann habe ich alles das, was ich gelesen habe in der Theorie, ich hatte dann um die 200 Bücher gelesen, viel englischsprachige Bücher, weil es das in Deutschland so nicht gab. Und dann habe ich einfach stumpf ausprobiert und habe gesagt, okay, jetzt mache ich mal so. Und manchmal lag die Wahrheit in der Mitte, manchmal war bei beiden nicht die Wahrheit. Und dann einfach sehr viel beobachtet. Ich hatte viele Möglichkeiten, Wildhunde zu beobachten. Ich hatte die Möglichkeit, sehr schnell in Wolfs Aufzuchtstationen mitzumachen. Und hatte ganz, ganz schnell ein Netzwerk von Leuten, die mir Informationen gaben. Und dann fing ich an, die zu filtern. Und dann bringt es dann irgendwann die Erfahrung. Und inzwischen haben wir, ich glaube, 300 Trainer deutschlandweit. Ja, die nach und auch dem so viele Konzept Hundeschulen. Ne? Ja. Also Dog. Orientated, du kannst es besser sagen. Dog-Orientated Guiding System. Der Gedanke war, ein am Hund orientiertes Führungssystem. Mhm. Weil was ich immer unlogisch fand, die Leute gingen da zum Schäfer und Platz. In den 80er Jahren liefen im Kreis, Sitzplatz, Fuß bleibt. Aber die haben 6 unterschiedliche Persönlichkeiten da. Jeder Hund von denen ist anders. Jeder Hund hat einen ganz eigenen Charakter. Und mir erschien das unfassbar unlogisch, jeden Hund auf dieselbe Art und Weise zu trainieren. Also war der Gedankenansatz, eigentlich gibt doch der Hund vor, wie die Trainingsmethode sein wird. Also haben wir gesagt, ein am Hund orientiertes Führungssystem. Und mit Führen ist nicht gemeint, ich bestimme den ganzen Tag alles, ich dominiere, ich bin da der Diktator. Aber einem Hund Führung zu geben, gibt ihm Sicherheit. Also klare Regeln. Klare Spielregeln, klare Freundschaften. Es blieb ja jetzt, oder du bist ja jetzt nicht nur erfolgreicher Hundetrainer, sondern du hast ja auch diese wahnsinnigen Bühnenshows, die ankommen, die super witzig sind. Deine neue Bühnenshow, die ist, kann man schon lesen. Der will nur spielen. Und auffällig ist ja so ein bisschen die Bühnendeko da. Ne? Also sieht man, wie soll ich sagen, der Hund ist der Star, kann man so sagen. Der ist sehr überdimensional. Also was wir wollten, also im Grunde sind ja die Sätze, der tut nichts. Also die rennt der Hund hinterher, der tut nichts. Ne? Dann springt er nicht an, der will nur spielen. Dann beißt er nicht rein, das hat er ja noch nie gemacht. Und wir wollten genau mit dem Klischee spielen und sagen, also wenn du in dem Zustand bist, dass der Hund auf dir steht und dich auf den Teppich drückt und dann sagst du noch, der will nur spielen, dann haben wir es aber. Und der Hund ist tatsächlich auf der Tour ein bisschen ein Problem. Der ist 5,80 Meter groß und wir kriegen den nicht in jede Halle. Da haben wir, manchmal müssen wir den ins Foyer stellen, weil der einfach nicht auf die Bühne passt. Da passt er auf jeden Fall rein. Wo war das? Das ist in Oberhausen, in der Rudolf-Weber-Arena. Das ist der große Hund. Wir haben auf jeden Fall auch einen sehr lustigen Ausschnitt von Der will nur spielen. Und jetzt haben wir so eine Dreiecksituation. Also ich hier so an der Tür, Frauchen Schritt zurück und da sitzt Arco. Riesenschnauzerrüde, 42 Kilo schwer. Der sitzt und bleibt, aber der ganze Hund vibriert. Und jetzt setzt Frauchen dem Ganzen die Krone auf. Arco, ja geh mal gucken, wer da kommt. Ja, natürlich. Geh mal gucken, wer da kommt. Selbstverständlich. Ey,
Und dann gehen die gucken, wer da kommt. Manchmal gucken die auch mit den Zähnen noch mal nach, ja? Ey, da brettern 40 Kilo ungebremst in dich rein. Und du siehst auch, wie der Hund denkt, sag mal, Frauchen, wenn ich den Typen umrennen soll, was sollte die Scheiße mit Sitz und Bleib vorher, ja? Ja, man muss ein bisschen aus Hundesicht logisch denken, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was du meintest mit dann auch klare Ansagen. Ja. Ich finde, es hat auch so ein bisschen was wie bei Kindern, oder? Kann man das irgendwie klare Ansagen und dass man nicht einfach auch so in Widersprüchen ständig redet, ne? Also ich habe ja 5 Kinder und ich glaube, dass ich als Vater genauso viel falsch gemacht habe wie alle Eltern. Aber ich war schon ein bisschen mehr präpariert, weil ich mich sehr mit Erziehung beschäftigt habe. Wegen der Hunde? Umgekehrt. Ach so, okay. Erst die Hunde, dann kamen die Kinder. Das heißt, es war für mich eigentlich ein gutes Übungsfeld, ehrlich gesagt. Und das Spannende ist, dass es eigentlich sehr viele Parallelen gibt. Du brauchst ein klares Regelkonzept. Das ist einfach klar, guck mal, das sind die Regeln und die sind auch nicht diskutabel. Mhm. Es gibt nur einen ganz großen Unterschied. Kinder erziehen wir in Richtung Selbstständigkeit. Das heißt, dein Ziel bei deinen Kindern ist zu sagen, guck mal, so geht eine Schleife, so macht man Reißverschluss zu, jetzt hast du Abitur, gib bitte den Schlüssel ab und jetzt gehst du auch. Du sorgst dafür, dass die eigenständig werden. In der Sekunde, wo ein Hund eigenständig wird, ist er nicht mehr gesellschaftstauglich. Das heißt, wir müssen in der Hundeerziehung zwar Regeln aufstellen, aber wir müssen dem Hund immer wieder klar machen, du brauchst uns. Mhm. Wenn er merkt, ich kann das selber, ich kann am besten selber an der Leine pöbeln und ich kann am besten selber jagen gehen, dann ist er nicht mehr gesellschaftstauglich. Er lebt ja nicht in der Hunde, sondern in der Menschengesellschaft. Und deshalb müssen wir immer eine leichte Abhängigkeit behalten. Mhm. Und beobachtest du, dass viele das falsch machen? Oder ich sehe es so ein bisschen an meiner Freundin Rocio, die glaube ich, denkt, sie wäre dann zu gemein oder zu streng oder so. Mhm. Ja, das stimmt. Also, weil wir alle finden Erziehung erstmal blöd. Also die wenigsten Menschen sagen, ich habe eine ganz tolle Schulzeit gehabt und das war für mich das Schönste, Mathe-Klausur vorzubereiten. Erziehung und Schule ist immer sehr negativ behaftet. Wir wollen alle selber frei sein und wollen diese Freiheit geben. Und das ist auch nicht falsch, aber wenn ein Hund immer die Entscheidungen trifft, bei Hunden ist immer nur die Frage aus Hundesicht, wer bewegt wen wie oft. Und wenn dein Hund dich häufiger manipulieren kann als du ihn, dann führt es dazu, dass der Hund eine soziale Verantwortung übernimmt. Das heißt, er sagt dann nicht, ich finde dich doof, sondern er sagt, ah, okay, die benimmt sich wie ein kleines Baby, die macht alles, was ich sage, dann muss ich die Entscheidung treffen. Und die meisten Hunde sind völlig überfordert, damit Entscheidungen zu treffen. Also früher wurde immer behauptet, Hunde wollen in der Rangordnung aufsteigen und so. Das ist einfach falsch, wissenschaftlich falsch. Hunde wollen nur, dass es klare Regeln gibt. Mhm. Keiner von, oder die wenigsten von denen sagen, ich bin als Nummer 1 zur Welt gekommen. Überhaupt nicht. Verdräng dich jetzt. Ja. Komm, was da wolle, passiert nicht. Also, der will nur spielen. Wir haben schon den Ausschnitt gesehen. Und natürlich gehst du auch bei uns in der Region auf Tour. Bist in Cottbus am 11.12. und am 17.02. in Berlin. Ich finde es immer spannend, so Biografien, die nicht so ganz geradlinig verlaufen. Ist ja bei dir auch so. Martin Rütter ist da und hat, weiß nicht, ob alle das wissen, aber Sport erstmal studiert. Wolltest du damit sagen, man sieht es nicht mehr? Es ist lange her, oder? So richtig an der Spoho, aber in Köln, genau. An dieser Sporthochschule. Das kann ja auch nicht jeder. Ich habe in Köln studiert. Da musste man schon Aufnahmeprüfung spielen. Ja, ich war mal ein sportliches Kerlchen. Ich habe wirklich viel Sport gemacht und für mich war, bis ich so 30 war, also wenn ich da nicht 3-4 Stunden am Tag Sport hatte, wurde ich verrückt. Das hat sich jetzt ausgewachsen, wie man sieht. Und ich hatte immer auch, also ich hatte jetzt nicht überbordendes Talent. Aus mir wäre nie ein Nationalspieler geworden. Und ich war wahnsinnig faul beim Fußball. Ich war so ein Mittelstürmer, der rumstand und Tore schoss. Und es war mir aber sehr schnell klar, das wird nicht dein Beruf werden. Das reicht niemals. Und ich wollte Sportreporter werden. Ich habe dann Sportpublizistik studiert an der Sporthochschule in Köln. Und ja, dann kam halt aber die Hundeschule dazwischen. Nee, ich habe die dazwischen. Ja. Also Dogsitting hast du gemacht, ne? Genau. Ja. Mhm. Und ich würde auch heute, ich finde den Beruf Sportjournalist auch heute noch schön. Also ich finde ihn wirklich einen tollen Beruf. Jetzt hast du aber schon erzählt, dass du selber ja gar nicht mit Kindern, also mit Hunden oder generell mit Tieren auch gar nicht groß geworden bist. Ne? Und dass du dann aber eben eigentlich diese Bücher auch gelesen hast und über Tante Thea. Schau mal, da hatte ich ein Leittier. Ein Leittier, Mucki. Oh, das kenne ich auch noch. Aus der Kita, wie hieß es? Mucki. Und ist Meerschweinchen oder ganze 8 Wochen alt geworden. Also war 8 bei Wochen, dir zu Hause? Ja, ist 8 Wochen in der Familie gewesen und dann ist es hinaufgestiegen. Ihr seid dann aufgewachsen und deine Eltern sind beide auch sehr jung gewesen, ne? Als sie dich und deine Schwester bekommen haben. Wie hat euch das geprägt? Ja, schlecht, weil die beide als Eltern nicht so geeignet waren. Also das heißt, die haben beide, waren sehr überfordert mit der Situation. Und damals war das eben so, meine Mutter, da war mein Vater 18, als sie schwanger wurde. Mit 19 kam dann meine Schwester zur Welt. Und dann hieß es eben damals, ob ihr euch liebt oder nicht, spielt keine Rolle. Jetzt wird geheiratet
Und dann haben die das halt so gemacht und meine Mutter liebte den sehr und umgekehrt ging so. Ja. Und der war halt noch so, der war jung, der war wie ein Welpe und der war als Vater dann auch nicht wirklich geeignet. Und die waren beide sehr überfordert mit der Elternrolle und es führte dazu, dass meine Schwester und ich sehr früh sehr, sehr eigenständig waren. Hm. Und hast du es selber da, also wie verstehst du dich heute mit denen? Also meine Mama ist ja seit 2 Jahren tot, aber ich habe mit beiden total Frieden geschlossen. Also es war, bin mit 17 sofort ausgezogen. Also sobald ich das finanzieren konnte, war ich weg. Und ich habe so übers Fußballspielen konnte ich zumindest so Miete und Auto bezahlen. Und dann habe ich halt immer gejobbt und habe mich so durchgeschlagen und habe dann halt mit 17 erstmal ausgezogen, erstmal Schule abgebrochen und gesagt so, jetzt mache ich es mir nett. Und habe dann natürlich dann doch irgendwann wieder zur Schule und Abitur dann doch noch nachgeholt. Aber diese unglaubliche Eigenständigkeit, als Kind, so mit 12, 13, merkst du, ey, da gibt es niemanden, der Essen auf den Tisch stellt. Oder die sind einfach nicht da oder wissen auch nicht, wo du bist gerade. Ich bin mit 14 mal für ein paar Tage nach Mailand abgehauen, weil ich mir ein Fußballstadion angucken wollte. Und bin mit ein paar Mark Taschengeld schwarz mit der Bahn nach Mailand gefahren, hab's mir dann nett gemacht, 3, 4 Tage, bin wieder zurückgekommen. Das haben die gar nicht gemerkt. Also, weil die so mit sich beschäftigt waren. Und du brauchst nicht so traurig zu sein. So, oh mein Gott, Gott, so wie manche. Nee. Nein, also so machst du auch eigentlich nicht den Eindruck. Nein, und es ist auch wirklich, das darf man auch nicht glorifizieren, das war nicht schön. Aber meine Schwester und ich waren so eng miteinander. Und wir hatten noch eine Oma, die gut mitgemacht hat. Und deshalb, ich habe mit den beiden Frieden geschlossen. Also du hast ja auch eine Stärke halt entwickelt. Also ich meine, aus dem, was du halt gemacht hast. Hast du es denn für dich, und du hast ja 5 Kinder, hast du da für dich Dinge mitgenommen, wo du gesagt hast, ich mache es anders? Ja, total. Also ich glaube, dass ich auch viel falsch mache. Und meine Kinder werden später sagen, du warst nicht immer da und du warst halt viel unterwegs. Das wird alles kommen. Und das ist auch okay. Aber was immer für mich total klar war, dass die Bedürfnisse meiner Kinder immer über meinen standen. Also das ist völlig selbsterklärend. Und das haben meine Eltern nicht so geschafft. Und die Betonung liegt auf nicht geschafft. Die haben es nicht geschafft. Und das muss man dann auch irgendwann loslassen, finde ich, und auch irgendwann sagen, man zieht das jetzt mal glatt. Und ich konnte das ziemlich schnell. Also ich war so mit 20, 22 war das für mich schon durch. Ja. Was ich schon finde, du hast mir vorhin verraten, dass deine beiden Söhne jetzt mit bei der Tour dabei sind. Und ich finde, es gibt ja eigentlich keine größere Wertschätzung auch, wenn man mit den Eltern dann auch Zeit verbringt. Nein, also die sind beide. Oder brauchen die Kohle? Studieren beide und müssen natürlich ihr Studium mal selber finanzieren. Und dann sind halt beide als Bühnenhelfer mitgekommen. Das heißt also, LKW auspacken, wirklich körperlich harte Arbeit. Morgens um 11 in die Halle, abends um 1 oder nachts um 1 den Truck erst wieder zu, lange Tage. Aber ich fand das total schön, weil die Crew, die so aufgenommen hat, also meine Crew habe ich schon seit 15 Jahren, die kennen die von Kindesbeinen an, aber die wurden null in Watte gepackt. Es war einfach klar, die müssen ran. Und die fanden das zu Anfang ganz, ganz spannend und kennen ja das Tourleben, die sind von klein auf irgendwie so mitgegangen. Aber als sie dann gemerkt haben, warte mal eben, das ist schon anders, ob wir hier zu Gast sind oder ob wir ran müssen. Tolle Lebenserfahrung und ich war am Ende wahnsinnig stolz auf die, weil die einfach durchgezogen haben, weil die nicht gejammert haben und die haben es einfach gemacht und das finde ich schön. Aber so hundeverrückt wie du sind die nicht? Keins meiner Kinder. Keins meiner Kinder hat da irgendwie eine Antenne. Vielleicht ist es auch gut so. Naja. Aber zumindest halt sind sie dann trotzdem mit dabei gewesen hinter der Bühne. Ist ja dann auch schön. Ja, und es ist auch nicht so, dass die jetzt sagen, die finden Tiere doof. Aber keiner von denen hatte das Bedürfnis, diesen Beruf zu haben oder sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Dein Imperium vielleicht irgendwann mal fortzuführen vom Hundepapst. Also nicht so hundebegeistert. So, aber jetzt lernen sie Berlinerinnen und Berliner kennen. Die sind auf jeden Fall Hunde begeistert, haben ja manchmal so das Vorurteil, dass so mit 2 Beinern können die so ein bisschen grummelig sein. Also bei 4 Beinern ist die Liebe auf jeden Fall groß. Und wir waren jetzt an Orten in Berlin, wo sie sich mit ihren Liebsten tummeln. Rennen, buddeln, kabbeln. In Berlin sind rund 130.000 Hunde gemeldet. Tatsächlich leben hier noch viel mehr. Und jedes Tier hat seine Eigenheiten, genau wie seine 2 Beiner. Sehr freundlich. Geräuschempfindlich und aber ein sehr fröhlicher Hund. Der liebste Hund der Welt. Ist zwar sehr kräftig und stark und die gibt sich totale Mühe, einfach nur lieb zu sein. Wenn man nicht gut drauf ist, dann hilft er. Extrem neugierig und ansonsten sehr abenteuerlustig, würde ich sagen. Er ist sehr lieb, sehr verspielt, turbulent. Stur, würde ich sagen. Und sehr neugierig. Der will brav sein.
Manchmal versteht er nicht, wie. Sehr gutmütig. Kinderhund, Badehund, Verschmus. Golden Retriever Dickie von Achim Simon beschnuppert an diesem Tag die Studentinnen Lea und Lilly auf dem Hundeplatz im Volkspark Wilmersdorf. Denn sein Herrchen kann nach einer Hüft-OP gerade schlecht laufen. Bis ich wieder so weit hergestellt bin, dass ich schmerzfrei bin. Und so lange habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Hundnisse da, die sich immer abwechseln, morgens, mittags, abends. Erstens sieht er total süß aus und man hat einfach Lust, so, sich mehr zu bewegen und auch ihm das vielleicht geben zu können. Ich habe auch gesehen, dass Achim Hilfe braucht und ich hätte eigentlich auch gern selbst einen Hund, aber es passt nicht in meinen Alltag und so ist es halt ein Kompromiss, der vielleicht für beide irgendwie was Gutes tut, sage ich mal. Geigerin Sorcha Thompson aus Irland hat sich vor einigen Monaten ihren Hundetraum erfüllt. Das Leben hat dann einen völlig anderen Sinn, dann, wenn man so einen Hund als Begleiter, man muss auf den Hund aufpassen, man baut so eine enge Beziehung, das ist was völlig anderes und das ist was völlig Schönes. Jetzt toben sie und Husky Rompus fast täglich übers Tempelhofer Feld. Hier treffen wir auch die große Berlinerin Luna, die aus Rumänien adoptierte Laika. Ängstlich, weil sie ist ein bisschen traumatisiert. Und in Wilmersdorf die blinde Annie. Sie ist immer freundlich und eigentlich immer gute Laune. Wir lieben uns beide. Viele BesitzerInnen haben Erfahrung und doch noch Fragen zu ihren Lieblingen. Roll over. Wie motiviert man einen Hund, etwas zu machen? Und sollte man dann einfach lieber sagen, okay, das gefällt ihm nicht, das macht man dann halt nicht. Er klingelt an der Tür und er so, er super terz. Das wäre etwas, was ich gerne beherrschen würde. Wie lange darf ein Hund wirklich alleine bleiben oder wie lange sollte ein Hund irgendwie maximal alleine bleiben? Wie man ihm am schnellsten beibringt, dass er nicht wie ein Büffel zieht. Wie man einem Hund beibringen kann, Spielzeuge zu teilen, mit anderen Hunden zu teilen. Manche gehen auch schon in die Hundeschule und können es anderen Besitzern nur empfehlen. Dass die merken, ach, ich muss mit meinem Hund ja was tun eigentlich, damit er auch zufrieden ist. Denn auf ein gutes Miteinander kommt es einfach an. Ja, da schmunzelt er schon. Viele Fragen. Martin Rütter, ja, Fragen, legen wir gleich los. Da sind ja wirklich ein paar Fragen zusammengekommen. Also die erste war, wie motiviere ich den Hund, Aufgaben zu erfüllen? Das fand ich deshalb so eine schöne Frage, weil die Frau auch gesagt hat, oder erkenne ich auch mal, nee, das will der jetzt nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir wieder bei Individualität. Habe ich mehrmals erlebt, dass jemand mit einem Hund, der kein dichtes Fell hat, auf einer nassen Wiese steht, also zum Beispiel ein Rhodesian Ridgeback, der hat kein Fell unterm Bauch und steht auf einer nassen, kalten Wiese und sagt Platz, Platz, Platz. Und du siehst, dass der Hund sich auf Ellbogen und Kniegelenke legt und sagt, ja, ich würde das anbieten, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Und da dann drauf zu bestehen, ist ja im Grunde total absurd. Also das überhaupt abzuverlangen in dem Moment. Aber wie motiviere ich einen Hund? Das ist auch individuell. Jetzt bei meinem Hund Emma, wenn ich die mit Futter motiviere und ich schmeiße Futter, dann hat sie eher die Tendenz, es zu bringen, als es zu fressen, weil sie sehr verspielt ist. Mhm. Beim nächsten Hund ist es ein Leckerchen, beim dritten Hund ist es ein Streicheln, Sprache. Also einfach ausprobieren und gucken, worauf springt mein Hund aber besonders an. Aber ich finde es spannend, dass man auch auf jeden Fall beobachtet, wie du sagst. Ne? Schön fand ich die zweite Frage, dass der ruhig ist, dass der nicht macht, wenn es klingelt. Ja, aber den Hund, den sehen wir jetzt auf dem Bild, ist ein extrem ängstlicher Hund. Das hat die Dame aber gar nicht für sich erkannt. Es gab eine Situation, wo er so einmal so zuckt. Da hat die Kamera sich ein bisschen bewegt und er geht sofort runter. Wir haben ein unsicheres Bellen gesehen und wir sehen dort auch eine unsichere Mimik. Die Ohren sind zurück, die Rute ist leicht angeklemmt. Also da sehen wir einen unsicheren Hund und ziemlich sicher ist das kein Hund, der aufs Haus aufpasst, sondern aus Unsicherheit bellt. Also so einen Hund muss ich versuchen, stärker zu machen. Wenn ich aber einen Hund habe, der sagt, so Leute, ich krempel mir die Ärmel hoch und ich schau mal, wer hier reinkommt und wer nicht, den muss ich natürlich ein bisschen runterholen. Also auch da. Extrem individuell. Wahnsinn, dass du das gleich so erkannt hast aus den, ich sag mal, paar Minuten oder zwei Minuten, die wir da gesehen haben. Eine spannende Frage finde ich gerade für viele Großstädter ja auch immer, wie lange kann ein Hund alleine bleiben? Ja, aber das ist natürlich ein Riesenthema, weil immer wenn ich gefragt werde, was muss ich eigentlich für Voraussetzungen haben, um einen Hund zu halten, ist immer nur die Antwort, genug Zeit, nicht genug Platz. Weil oft höre ich, ja, ich habe nur eine kleine Wohnung und da kann ich ja keinen Hund halten.
Ich habe im Studentenwohnheim mit einem Kumpel gewohnt und zwei Hunden auf 16 Quadratmetern. Und es war ein Geruchsproblem, aber kein Problem für die Hunde. Das heißt, wir waren so viel unterwegs mit den Hunden. Und wenn ein Hund ausgelastet ist, schläft er zu Hause sowieso nur. Also du kannst auch in kleiner Wohnung Hund halten. Aber ich sag mal, 3, 4, maximal 5 Stunden ist gut trainierbar. Alles, was darüber hinaus regelmäßig passiert, ist eigentlich nicht mehr in Ordnung. Ah, okay. Und dann haben die Leute oft den Gedanken, ja, dann packe ich doch einen Hund dazu. Dann ist der ja nicht alleine. Aber aus Hundesicht sind die zu zweit alleine, weil ja ein Teil der Familie immer weg ist. Das ist sicherlich das kleinere Leid, aber auch nicht die Ideallösung. Ja, spannend. Wir hätten eigentlich noch 2 Fragen, aber wir wollen eigentlich auch noch mal zu einem wirklichen Herzensthema von dir kommen. Weil nicht alle Hunde haben es ja gut. Ne? Mit vielen wird ja auch kriminelle Geschäfte gemacht. Welpenhandel, und das ist wirklich ein Thema, was dich umtreibt, ne? Ja, weil es einfach absurd ist. Also es gibt natürlich einmal das illegale Handeln mit Welpen, wie dann auf Rastplätzen oder bei eBay Kleinanzeigen und was es da alles gibt, die Hunde in Massen verkauft werden. Das ist ein Thema. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass es sowas wie die Welpenstube Winkel in Dorsten gibt. Das ist ein Tierhändler, der also ganz legal in seiner Karriere 40.000 Welpen verkauft hat. Das heißt, es ist in Deutschland politisch erwünscht scheinbar, dass jemand 120, 150 Welpen jeden Tag in der Auslage hat und die wie in einem QVC-Sender vertickert. Und dass diese Hunde sich in aller Regel nicht vernünftig entwickeln können, ist selbsterklärend. Aber das, was er macht, ist legal. Und das finde ich das Skandalöse. Und wenn ich dann mit Politikern rede und sage, Leute, jetzt gucken wir doch mal dahin, das können wir doch nicht ernst meinen, dann kommt oft so aus der Politik ein bisschen Angst, sich mit der Hundelobby anzulegen, ein bisschen so, aber wenn wir das jetzt bei den Hunden ändern, wie ist das denn bei den Schweinen? Also die haben wahnsinnig Angst, was ich echt abstrus finde. Wir haben auch Bilder, du hast ja auch gedreht, muss man sagen, es sind wirklich auch nicht ohne die Dreharbeiten gewesen, und ich muss auch gleich dazu sagen, wir haben jetzt nicht die schlimmsten Szenen, aber das, was man hört, es ist trotzdem hart, also es ist wirklich schlimm, wir haben einen Ausschnitt. Mir hat ein ehemaliger Welpenhändler erzählt, da ging es jetzt nicht, zwar nicht um ein Muttertier, aber das ist so bezeichnend. Der Händler hätte ihm noch einen Mischlingswelpen mitgegeben. Hier, kannst mitnehmen, kostet nichts. Und er hat gesagt, nee, lass mal, ich will die und die Rasse, Hunde brauche ich nicht. Er nimmt den Hund, schmeißt ihn lebend in den Schredder. So, wir sind jetzt hier reingegangen. Hier ist nicht eine Person, die betreut. Ich denke mal, dass hier knapp 100 Welpen in total schrecklichen Zuständen sind. Also wirklich alles ist hier Schrott. Also es gibt hier kein Einstreu, es gibt keine Zuwendung, keine Person. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich nicht genau weiß, wie lange wir hier noch sehen können. Wahnsinn. Diese Dreharbeiten, hast du ja auch gerade noch mal gesagt, sehr gefährlich. Du hattest vorhin jetzt schon zwar die Politik angesprochen, aber was kann ich denn konkret als Käufer tun, damit wir hier so eine schlimmen Bilder und ins Sachen... Ins Tierheim gehen. Die Tierheime sind voll bis unter das Dach mit Hunden. Und wir produzieren immer weiter und alle wollen den süßen kleinen Welpen, der bei 3 Monaten kein Welpe mehr ist und dann auch einfach groß ist. Aber wenn es ein Welpe sein soll und ich möchte mich für eine Rasse entscheiden, dann gehe ich über einen Zuchtverband, dann gehe ich über einen VDH-Verband fürs deutsche Hundewesen, guck mir das vor Ort an, und in dem Moment, wo jemand dir 2, 3 verschiedene Rassen anbietet, sofort weg. Also nicht in einem Zoofachhandel ein Tier kaufen, nicht Welpenstube, Winkel, Zoo, Zayak, was es da alles gibt. Einfach nicht tun, sondern vernünftig recherchieren, auch aushalten, dass man den Welpen nicht sofort bekommt. Bei einem seriösen Züchter kriegst du nicht sofort den Hund. Welpenstube, Winkel, du kannst einfach alles mitnehmen. Also wir erfahren gleich noch, auch wie man, du hast jetzt schon das Tierheim angesprochen, auch wie ich wenn vielleicht auch weiß, was der richtige Hund für mich ist, ist ja auch verdammt wichtig. Genau, ich wollte noch mal drauf kommen, weil du hattest vorhin ja wirklich ganz vehement gesagt, wir haben diese schlimmen Bilder von dem Welpenhandel gesehen, alle wollen Welpen, und du sagst ganz klar, aus dem Tierheim trauen sich aber ja auch viele nicht immer zu. Nee, das stimmt, weil die Menschen sich einreden, da würden nur problematische Hunde sein. Ich erlebe ist ja aber auch oft so. Ja, da gibt es auch problematische, da gibt es aber auch sehr viele, sehr zauberhafte, total unkomplizierte Hunde. Und ich erlebe halt, wenn die Menschen sich einen Welpen kaufen aus einer guten Zucht, kommen in 4 Jahren zu mir und haben dieselben Probleme, als hätten sie einen Hund aus dem Tierschutz genommen. Und das Foto, was wir vorhin gesehen haben zu Weihnachten, vielleicht können wir das noch mal sehen, weil das ist eigentlich so ein Klassiker. Ich weiß nicht, ob das technisch so, was wir da sehen, zum einen sehen wir ja der Hund unterm Weihnachtsbaum, und wir sehen da eine Qualzucht. Also ein Hund, der
keinen Tag frei atmen wird. Ist eine Kurznase, och wie süß, hat Gelenksprobleme, Bandscheibenvorfälle, Knieprobleme. Das heißt, auch da sich mal beraten lassen, was fördere ich eigentlich? Also französische Bulldogge, Mops und so weiter. Ja, oder diese Handtaschenhunde. Ne? Todkranke Hunde. Aber jetzt, weil wir den Hund da unter dem Weihnachtsbaum sehen, Stichwort Weihnachten, der ist ja bei vielen, gerade auch bei Kindern, wieder der Weihnachtswunsch, ich will einen Hund. Was sagst du? Niemals ist für mich ein Tier ein Geschenk zu Weihnachten. Niemals. Kein Hamster, kein Kanarienvogel, erst recht nicht ein Hund. Wenn die Familie sich entscheidet und die Eltern wirklich sagen, wir wollen das und wir ziehen es durch und alle sind damit einverstanden, dann finde ich, darf man zu Weihnachten gerne ein Stofftier darunter legen und sagen, Leute, es wird bald ein Hund und jetzt fangen wir an, uns damit zu beschäftigen. Und vielleicht sind wir in einem Dreivierteljahr soweit. Aber niemals darf da ein Tier unterm Tannenbaum liegen. Und wo weiß ich dann, dass welcher Hund für mich der beste ist? Also gute Hundeschulen beraten. Also das heißt, du kannst also schon, bevor du einen Hund hast, in eine gute Hundeschule gehen und mal rausfiltern, was passt eigentlich zu mir? Also die Leute kommen dann und sagen, ja, ich möchte immer lange durch den Wald, ich möchte das und das machen und dann spitzen wir das oder zu. Wie ich, einfach auch Hundepatentante sein, dann hat man keinen eigenen Hund. Aber oder auch mal gar keinen Hund, richtig. Freundinnen und Freundinnen und geht dann auch Gassi und hat Spaß.